Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt hier mit dem Game Changer bei uns im Proberaum. Das war halt wieder eine sehr anstrengende Probe gewesen. Bin jetzt nicht auf Nikos Seite. Wer ist das schon? Nachdem wir bei der letzten Probe oder am Ende der letzten Probe dem Nervenzusammenbruch nahe waren, weil es irgendwie nicht voranging, wir haben uns da so ein bisschen festgefahren an einer Stelle, sind wir heute wieder durchgestartet, mehr oder weniger. Ich bin skeptisch, ne? I'm skeptisch. Da war zuerst natürlich die Frage zu klären vom letzten Mal, wie soll denn der Übergang nur von dem Chorus in den Verse sein? Hatten wir da ein paar Ideen, die wir durchgetestet haben, uns geguckt haben, welche gefällt uns am besten? Das haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Das heißt, das Problem der letzten Probe konnte verpufft werden. Wir haben es verpuffen lassen. Ich wage es, pass auf. Ich schreibe jetzt hier, wie nennen wir das denn? Version 3. Version 3, gerne mal schreiben. Dann haben wir uns gedacht, boah, jetzt sind wir so gut drauf. Wagen wir uns an das nächste und haben uns das Intro vorgenommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin da so ein bisschen in Intro-Laune. Wie sieht's für euch aus? Beziehungsweise vielleicht sind wir ja auch so schnell mit dem Intro. Da hat es schaffen. Ich hatte auch noch ernsthaft den leichtsinnige Hoffnung, dass wir es schaffen, das Intro in einer halben, dreiviertel Stunde abzufrühstücken, um dann noch am gleichen Tag an das Stück nach dem Chorus zu kommen. Was für eine Fehlkalkulation an der Stelle. Dass man vielleicht wirklich so ein reines Gesangsintro hat, weißt du? Ich stelle mir vor, so einen langsameren Gesang, wie im Chorus zum Beispiel. Und dann kommt noch na 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 und theoretisch wäre das na 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 und wieso? Viele Ideen, viele Gedanken, viel, was man auch wieder in die Tonne kloppen kann, war dabei. I'm a lonesome cowboy. Das ist so ein Fall. Ja. Hallo, ich bin's, Batman. Und dann auf dem Banjo. Ding, 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 ding. Banjo, oder? Ja. Ah, warte, ich hab grad was im Kopf. Das ist gerade aus dem Hirn, jetzt geht's sofort raus. Bass schon? Ah, nein, warte. Ah. Dachten wir uns, okay, wir fangen an mit Gesang und bauen das ein bisschen auf. Und ehe wir uns über uns versehen haben, haben wir eigentlich kein Intro gebaut, sondern einfach nur den Verse verändert. Dies drin. Was wäre denn die 1 zu sagen? Das wäre ein Auftakt drin. Was dann die Gitarre kommt. Genau. Ja. Und dann fange ich an zu singen. Also. So ein Intro gibt's immer noch nicht richtig, aber brauchen wir eigentlich auch gar nicht bei unserer jetzigen Variante, weil wir eigentlich einen ganz coolen Einstieg in den Song gefunden haben. Also es klingt ganz cool und so, aber da ich das ja immer noch mehr reinpacken, dann ist es schon wieder kein Intro mehr in dem Sinne. Das ist ja schon wieder ein Verse, der halt als Intro fungiert. Die ersten zwei, die langsam waren, wurden so geändert, dass sie ein besserer Einstieg in den Song sind. Ja, im Endeffekt haben wir das gemacht, ja. Ja. Auch wenn wir es selber vielleicht nicht wussten, dass wir das tun. Wir wussten gar nicht, was wir tun, aber im Endeffekt haben wir das getan. So kommt es eigentlich ziemlich geil. Im Endeffekt ist das so, dass der Verse jetzt sich Schritt für Schritt aufbaut. Ja, wie ein Intro sozusagen. Also das Intro und der Verse haben eine Fusion gemacht. Und wie es dann weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Probe sehen. Was habt ihr gefragt? Wo ihr so ein geiles T-Shirt herbekommt? Naja, da geht ihr einfach bei startnext.com/survivors drauf, guckt euch unsere Startnext-Kampagne an und naja, in dem einen oder anderen Paket ist das einfach mit drin. Da könnt ihr uns unterstützen, das Album zu finanzieren und ja, in dem Sinne ein geiles T-Shirt kriegen, das Album vorbestellen. Richtig geile Sachen. Zum Beispiel dieses unfassbare Poster ist natürlich auch mit am Start. Und ja, also ich sag mal so, das würde ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich hier wäre. Guckt einfach mal drauf, viele geile Sachen und ihr könnt uns unterstützen. Was will man mehr? Sexy, sexy.